Sie hören Crop FM Ausgabe 292, die letzte im heutigen Jahr. Wir schreiben den 14. Dezember 2012. Mein Gast heute Abend ist Birgit Hauser und Titel der Sendung ist Der Klartraum, ein Leben. Auch der CropCom ist heute geöffnet für Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Sendung, um sich live am Gespräch zu beteiligen. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Einfach einsteigen und Fragen reintippen. Ich gebe sie dann vor allem im zweiten Teil der Sendung sehr gern an den Studiogast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, gratis zu abonnieren von der Startseite von CropFM aus, cropfm.at, wenn man will, auch mit www davor. Das Ganze hier erscheint als Podcast, ebenfalls auf der Website. Im Archiv können die Sendungen alternativ zum RSS-Feed ebenfalls heruntergeladen werden, dort auch als Real Audio. Man kann einzelne Sendungen und Beiträge direkt verlinken. Und übrigens gibt es zu allen Sendungen auch diesen News-Button unter dem Titel, wenn man die Sendung maximiert, und dort findet man die sendungsaktuellen News, wenn man sich das später im Archiv anhört, also das, was ich jetzt gleich vorlesen werde, kann man auch jederzeit dann später wieder finden und dann die Beiträge nachlesen. Die Sendung besitzt ihr eigenes Forum, betreut von Valadur, Unarmed und Wingman. Das Coverbild heute wirklich sehr gut gelungen, finde ich. Auch, das hat auch der Gast gesagt, dass es also das versinnbildlicht sehr gut, wie es ihr da so geht. Matthias Töpfer ist der Schöpfer des Coverbildes, der Illustration zur Sendung. Großes Danke, wieder einmal ein Jahr mit ganz großartigen Bildern und Illustrationen von Matthias Töpfer. Wer ja für Weihnachten noch ein Geschenk sucht, es gibt für Die Hard Fans hier ein T-Shirt, rechts oben der Link auf das Shop von KIK, Kultur in Graz, also nicht mit harten K, sondern K-I-G. Und der Spenden-Button findet sich ebenfalls recht weit oben auf der Seite, das Icon mit dem roten, rosa, wie auch immer, Herzen. Spenden gehen über PayPal oder als Überweisung, und an dieser Stelle ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Matrix 3000, Ausgabe 72, ist ebenfalls im Kiosk. Diesmal mit Artikeln über Obamas zweite Amtszeit. Amerika isoliert oder integriert? Von Franz Bludolf stammt dieser Artikel. Dann noch weitere Artikel von Roland Roth zum Beispiel über die Auslöschung der Erinnerung und vieles mehr in der aktuellen Ausgabe der Matrix 3000. Musik.
Ärztekammer fordert handyfreie Zonen. Ein Artikel erschienen auf Gesundheit heute. .at berichtet über das Ergebnis eines Urteils des italienischen Höchstgerichts. Und offenbar fordert die Wiener Ärztekammer daher die Etablierung von handyfreien Zonen. Ich glaube nicht ganz das erste Mal, aber ähnlich den rauchfreien Zonen in öffentlichen Gebäuden und Restaurants etc. Dies sei notwendig, um die Strahlenbelastung zu minimieren und die Menschen zu einem bewussteren Umgang mit der Mobilfunktechnologie zu bringen. Im Archiv vom CorpFM finden sich übrigens einige ältere, aber offenbar noch immer aktuelle Beiträge zu diesem Thema. Eule schreibt im Chat, hoffentlich wird's toll. Ich gebe mir Mühe. Ein Asteroid passiert die Erde innerhalb der Mondumlaufbahn. Und zwar ist das ein Artikel erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Washington, USA, nur 2 Tage nach seiner Entdeckung hat ein rund 36 Meter durchmessender Asteroid die Erde am 11. Dezember nur vergleichsweise knapp verfehlt und innerhalb der Mondumlaufbahn passiert. Und das ist in astronomischen Maßstäben tatsächlich praktisch ein Treffer. Gefahr, dass der kosmische Brocken auf die Erde traf, bestand laut Astronomen nicht, Gott sei Dank. Einen ähnlich großen Asteroiden machen Wissenschaftler allerdings für das sogenannte Tunguska-Ereignis verantwortlich, bei dem 1908 eine gewaltige Explosion 2000 Quadratkilometer sibirischen Wald umknickte. Ebenfalls auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen, Luftwaffe Sri Lankas hält nach UFOs Ausschau. Colombo, Sri Lanka, glaubt man lokalen Medienberichten, so nimmt in den vergangenen Monaten die Anzahl von Sichtungen unidentifizierter Lichterscheinungen am Himmel über Sri Lanka zu. Jetzt hat sich auch die Luftwaffe des Landes offiziell erklärt. Und Asteroiden sind diese Objekte dem Anschein nach nicht, so bleiben sie wohl vorerst unidentifiziert. I have no idea. Ja, und wie schon angekündigt, gibt es auch eine weitere Ausgabe von Trau deinen Augen nicht. Mitte der 90er Jahre sah Norman Rieck ein unidentifiziertes, leuchtendes Objekt über dem Rabenkopf, also ein Hügel nahe Mainz, stehen. Im Interview berichtet er über die Sichtung und seine persönlichen Gedanken zum Phänomen. Und hier ein kurzer Auszug aus dem Gespräch. Wie immer spiele ich da immer so ein bisschen einen Teaser an. Und das gesamte Interview mit circa 30 Minuten Länge kann dann wie immer nach der Sendung von der Website heruntergeladen werden. Hier ist also Norman Rieck mit seiner Sichtung über dem Rabenkopf. In Wackernheim gibt es den sogenannten Rabenkopf. Das ist so ein Felsstück, schon so eine Anhöhe, also ein bisschen auf dem Berg, teilweise Naturschutzgebiet. Und ja, da war ich mit meinem Moped dann unterwegs und nicht weit von meinem Elternhaus entfernt, das waren nur noch ein paar Meter, das war relativ am Feldrand dann, ja, habe ich über dem Rabenkopf dann auf einmal während der Fahrt ein ja sehr seltsames Objekt gesehen. Bin auch gleich angehalten, habe mir das angeguckt, weil war hochinteressant, ja, natürlich auch ziemlich gruselig und ein bisschen beängstigend. Es war halt im Endeffekt ein Dreieck, das absolut symmetrisch mit der Spitze nach oben über dem Rabenkopf gestanden hat. Crop FM Radio, was der Vorstadt der Wirklichkeit. Fast jeder von uns hatte schon mal einen Traum, der so intensiv war, so real,
dass wir uns noch Jahre später an das Geschehen erinnern, als wäre es tatsächlich passiert. Die Frage, die sich mir dann immer wieder stellt, ist, wo genau der Unterschied in der Erlebnisqualität im Vergleich zu wirklichen Begebenheiten besteht, letztendlich. Im Extremfall fällt es manchen sogar schwer, reale Erlebnisse klar von Träumen abzugrenzen. Und so können Träume natürlich auch traumatisch sein. Das heutige Live-Gespräch war eigentlich als Ausgabe der Miniserie Trau deinen Augen nicht geplant. Und im Vorgespräch mit Birgit habe ich mich dann aber doch spontan entschlossen, sie im Rahmen der Sendung, dieser Live-Sendung zu interviewen, also eine ganze Ausgabe, ihren Erlebnissen zu widmen, auch weil sie das sehr frei von so weit wie möglich Klischees darstellt und da nicht irgendwelchen Hypothesen von vornherein aufsitzt, sondern sich das recht gut anschaut und auch, ja, dazu kommen wir dann eben im Gespräch, sich bewusst ist, dass das manchmal oder sehr oft sich in dieser Zwischenwelt zwischen Traum und Wachbewusstsein abspielt. Ihre Erlebnisse sind divers und ungewöhnlich und auch nicht auf die Traumwelt beschränkt. Fast scheint es so als Verschmelzen Traum und Wirklichkeit. Es folgt ein klassisches Interview auf Crop FM, bei dem so ziemlich alles möglich ist. Alles nur geträumt. Birgit Hauser, jetzt gleich live auf Crop FM. Mir in der Leitung ist Birgit Hauser. Freue mich sehr, dass sie den Mut gefasst hat, live hier auf Sendung über ihre Erlebnisse zu berichten. Hallo Birgit. Hallo zusammen. Hörst du mich gut? Ja, etwas leise, aber ja, das geht. Ist so, aber ich kann ein bisschen mehr, ein bisschen lauter kann ich es machen, aber allzu viel nicht. Ich hoffe, es wird gehen. Ja, jetzt geht's. Okay. Ja, also ich habe sie schon kurz angesprochen. Wir haben also... Der Kontakt kam über Tim zustande. Das ist also der Gast aus Trau deinen Augen nicht, Ausgabe 10, der also wirklich erstaunlichste Dinge da berichtet, das muss ich echt sagen. Das ist auch über eine Stunde lang, dieser Beitrag, und da kamen wir auf dich zu sprechen. Tim hat da auch, also seinen richtigen Namen wollen wir nach wie vor nicht nennen, hat da auch ein Buchprojekt ins Leben gerufen, bei dem du mitgearbeitet hast. Das ist verlinkt, ich habe es auf seine Seite darauf gestellt, kann man sich also runterladen, ist ein fast 300-seitiges PDF mit einfach Erlebnis nach Erlebnis von verschiedensten Leuten. Wie viele Leute haben da eigentlich insgesamt mitgearbeitet? Das kann ich dir jetzt auch nicht ungefähr sagen, aber es waren einige, ja. Einige Leute und ja, ist also gratis zur Verfügung gestellt von Tim. Und da findet man auch Episoden von dir drinnen, die wir auch heute zum Teil besprechen werden. Alles geht sich dann nie aus. Es war sowieso für mich also wirklich schwierig, diesen Ankünder zu schreiben. Ich wusste nicht, von welcher Seite ich das angehen soll, weil da so viel ist. Also du derartig diverse Erlebnisse machst, die aber meiner Meinung nach alle ein bisschen zusammenhängen. Das ist auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, das ist, glaube ich, wirklich ein interessantes Live-Gespräch, weil du ja eben zum einen da relativ ohne fixe Idee reingehst und auf der anderen Seite aber eben auch so ziemlich alles vorkommt. Das muss ich echt sagen. Wirklich faszinierend. Den Ankünder habe ich dann auch noch einmal verändert am Mittwoch, denn beim Begriff Klarträume zum Beispiel bin ich mir dann nicht mehr so sicher gewesen, ob es sich bei
dir um klassische Klarträume handelt. Deshalb vielleicht am Anfang eine Begriffsklärung. Davor aber noch, stell dich vielleicht einmal kurz vor, alles, was du über dich selbst erzählen möchtest und ja, wie das Ganze begonnen hat. Ja, genau. Also ich bin die Birgit Hauser, ich bin verheiratet, bin Mutter von 3 Kindern, lebe in Baden-Württemberg, verdiene mein Geld als Lageristin. Privat interessiere ich mich für die Heilkunde, alternative Heilkunde. Mittlerweile eine Schulung abgeschlossen in der Hypnose. Das musste zum Schluss auch noch sein. Und ich führe eigentlich ein verhältnismäßig normales und bodenständiges Leben. Allerdings geprägt von Erlebnissen, die eben schon in der Kindheit begonnen haben, quasi bis jetzt eben begleitet haben. Nicht immer förderlich, auch nicht in der Schule, da es mich eben auch etwas ablenkte von der Realität. Ja, genau. Alles Erlebte dauerte nur eine bestimmte Zeit, habe ich die Dinge eben durchgemacht, ebbte dann auch wieder ab und kam dann eben wieder zutage, wieder in ganz, ganz verschiedene Dinge und völlig anders als zuvor. Ja, und das hat, jetzt hat sich etwas beruhigt, muss ich wirklich dazu sagen, seit ich 40 bin. Keine Ahnung, warum es hier einen Knackpunkt gab. Dennoch, davor war einiges los. Ja. Einiges, ja. Mhm. Und wie du sagst, also du hast mir da auch ein unglaublich langes und ausführliches, tolles Mail geschickt. Also da konnte ich mich wirklich recht gut darauf vorbereiten, war aber auf der anderen Seite dann am Ende relativ ratlos, von welcher Seite ich das angehen soll eigentlich überhaupt. Mhm. Aber da kam eben wirklich so ziemlich alles vor, wie du gesagt hast. Und offenbar gab es da auch so Phasen in deinem Leben, wo verschiedenste Dinge verstärkt hervortraten. Sei auch noch auf die Sendung Klarträume und Astralreisen verwiesen, auch wenn jetzt, das werden wir halt jetzt noch rausfinden, es sich bei dir nicht unbedingt um Klarträume im klassischen Sinne handelt. Du hast aber auch Körperaustritte, unkontrollierte Körperaustritte erlebt, die jetzt vielleicht mit außerkörperlichen Erfahrungen gleichgesetzt oder zumindest ähnlich diesen sind. Aber bleiben wir mal beim Klartraum, so wie du ihn siehst, vielleicht ganz am Anfang einmal quasi als Definition. Warum nennst du das Klarträume, was du da erlebst? Eben darum, weil ich die Dinge oder diese Wahrnehmung erkennen kann. Und zwar ziemlich detailliert und genau. Ne? Also ich nehme aber auch meine Umgebung wahr, in der ich liege, ja. In diesem Fall war es eben das Schlafzimmer und kommt zu mir oder beziehungsweise in diesen merkwürdigen Schlafwachzustand und kann aber die Dinge beobachten, die da passiert sind. Das ist für mich relativ klar. Ne? Mhm. Aber agieren kann ich in dem Fall nur, oder ich habe es getan, weil es zum Schluss dann auch mal bedrohlich wurde, weil es einfach auf mich zukam und ich aus dem Bett sprang teilweise auch. Also ich habe schon agiert, aber dann war ich dann schon wieder ziemlich relativ wach. Du warst dir aber nicht wirklich bewusst, dass du träumst in dem Moment oder schon? Man kann es kaum beschreiben. Natürlich, oder ich spürte das schon, dass etwas nicht stimmte. Ne? Ich habe das wohl beobachtet, war dem aber auch relativ am Anfang ziemlich ausgeliefert, weil ich lag eben da und habe das beobachtet. Es war schon ein Schlafzustand, natürlich. Ja. Also deswegen war ich mir dessen schon bewusst. Mhm. Eben, wie gesagt, also ich habe Klarträume mal unter Anführungszeichen gestellt, weil ich kann bis jetzt nicht sagen, ob das jetzt wirklich das ist, was man allgemein unter luziden Träumen versteht. Interessant nämlich, dass du sagst, du kommst da zu dir, dennoch überlagert das Traumgeschehen das, was du real im Zimmer wahrnimmst. Das heißt, du siehst, hast die Augen offen und das Traumgeschehen geht aber weiter. Mhm. Das ist seltsam. Ja, okay. Hat auch vielleicht jeder schon mal überlebt, aber dass du das dann quasi wirklich vor dir siehst und dich ja auch detailliert daran erinnern kannst. Mhm. Und so kam bei dir der Begriff Klartraum, weil du die Dinge so klar gesehen hast.
Und nicht unbedingt, weil du jetzt agiert hast, beziehungsweise du warst da halt eher Beobachterin und eher, wenn es brenzlig wurde, bist du dann irgendwie aus dem Bett gesprungen oder wo, wie auch immer. Jetzt ging das bei dir los, als siebenjähriges Mädchen mit, ich sage mal, fast klassischen Erlebnissen, die man immer wieder hört, du liegst in deinem Bett und plötzlich ist da was im Zimmer. Ich meine, gut, das hat auch jeder irgendwie erlebt, aber also ich bei Weitem nicht in dieser Intensität und bei mir war auch nie wirklich was im Zimmer, glaube ich, sondern es war immer nur, ja, vielleicht irgendwie ein Unwohlsein, wenn irgendwo was geknarrt hat und so, aber bei dir war das ein bisschen anders, erzähl mal. Genau, also das Erste, an was ich mich erinnern kann, das waren eben, ich nenne sie Kobolde im Zimmer, ne? Die, in welchem Alter werde ich da gewesen sein, so circa fünf oder jünger, so. Ne? Ich kann mich daran noch erinnern, dass diese Wesen schemenhaft um mein Bett standen und ich wirklich jämmerliche Angst hatte. Und auch ich konnte mich damals schon nicht bewegen. Ich denke, das war dann schon die erste Schlafstarre, wenn ich jetzt das mal so vorweg sagen darf. Und diese Wesen, sie sprachen nicht. Ja, ich hörte sie im Kopf. Und ich denke, das war das Schlimmste daran. Ich hörte und diese Kommunikation war nicht unbedingt positiv. Also sie machten mir wirklich Angst. Letztendlich war die Folgerung, dass ich letztendlich nur noch unter der Decke meine Kindheit verbrachte. Es hört sich jetzt etwas dumm an, aber es war so. Ich wollte nichts mehr sehen, was außerhalb meines Bettes geschah. Hast du diese Wesen jetzt gesehen im Traum? Und diese Frage werden wir heute Abend oft stellen. Darauf möchte ich gleich, das möchte ich gleich mal vorausschicken. Aber war das jetzt eindeutig ein Traum oder was anderes? In diesem Alter, fünfjährig, ich weiß, ich kann... Fünfjährig war das schon, ich dachte siebenjährig, dann habe ich mich da geirrt. Ja, also da fing es an. Auf jeden Fall, ich sah die Wesen schemenhaft. Ob das jetzt Traum war oder Wirklichkeit, ich hatte auf jeden Fall Angst und die Angst war Wirklichkeit. Ne? Hat man beim Albtraum allgemein, ja, aber... Ja, richtig. Aber ich fühlte mich schon bedroht, ne? Und das hat sich dieses unter die Bettdecke verkriechen, um ja nichts außerhalb meines Bettes zu sehen, das hat sich ja durchgezogen durch mein Leben bis ins Erwachsenenalter. Also da fiel schon was vor, was über einen Traum hinausgeht. Jetzt sagst du, wie haben diese Wesen ausgesehen? Du beschreibst sie als Kobolde. Warum beschreibst du sie als Kobolde? Weil sie nicht sehr groß waren. Sie waren zwar schemenhaft, aber sie waren nicht sehr groß. Und sie waren dunkel an Gestalt. Was heißt schemenhaft? Ich konnte keine hundertprozentigen Konturen erkennen. Also kein Gesicht, keine Finger oder sowas. Wirklich, ja, nur schemenhaft. Zumindest habe ich das so abgespeichert in der Erinnerung. Aber da war eine Präsenz da und die hat dir eine Höllenangst eingejagt, was jetzt nicht weiter verwundert. Und dann war da noch Kommunikation. Gedanklich eben, ja. Gedankliche, das heißt, ja, aber wie konntest du das jetzt unterscheiden? Warum glaubst du, dass es gedankliche Kommunikation war? Als erstes, ich hörte keine Stimme, also von außerhalb, sondern das spielte sich in meinem Kopf ab, ne? Nonverbal. Also das war wirklich nonverbal. Du hast auch keine Stimme im Kopf gehört. Was heißt nonverbal? Es spielte sich tatsächlich in meinem Kopf ab. Später hatte ich solche Erlebnisse auch. Also es ist eine Kommunikation, wo ich weiß, es kommt nicht von mir, sondern es ist schon von außerhalb. Aber eben nicht laut gesprochen, sondern im Kopf findet das statt. Ja. Und es war ziemlich bedrohlich auch. Ne? Also sie machten mir richtig Angst. Und über was? Also so ganz verstehe ich es noch nicht jetzt. Du sagst, das war schon eine Stimme, aber im Kopf. Mhm. Aber, okay, aber das heißt, das war ja doch verbal dann. Wenn es eine Stimme war.
nicht, dass man mir irgendwie Schizophrenie unterstellt. Nein, es sind schon, also gut, ich meine, ich war damals 5. Ich hole die Erinnerung jetzt eben so hoch, wie ich sie damals oder wie ich sie abgespeichert habe, so wie es mir noch möglich ist. Ja, eben Gedanken im Kopf, die aber nicht von mir kamen, sondern ich wusste, sie kamen von diesen Wesen. Okay, es ist, eigentlich waren es Gedanken, die einfach da waren. Und du hattest das Gefühl, das sind nicht deine Gedanken. Ja. Hochspannend. Was waren das für Gedanken? Ja, eben bedrohlich, wie zum Beispiel, dich holen wir jetzt oder ja, wir knabbern an deinem Ohr und also völlig verrückte Dinge auch. ja. Und deswegen wahrscheinlich auch die Reaktion dann, Decke über Kopf und nichts mehr wissen wollen. Hast du mit irgendjemandem über diese Erlebnisse gesprochen? Nein. Mit niemand? Nein. Hast du eine Idee, woher das kommen kann? Also hast du da irgendwelche Gruselgeschichten vielleicht gelesen? Oder? Nein. Mir wurden eben auch die ganz normalen Kindergeschichten vorgelesen, Märchengeschichten, die jeder so zu hören bekommt. Aber von Kobolden wüsste ich jetzt nichts. Ich habe oft Zeit verbracht bei meiner Oma, bei meinem Großmutter und habe dort auch übernachtet und dort ist es dann auch passiert, oben allein im Zimmer. Und meine Großmutter ist christlich orientiert und sie hat mir sicherlich keine Geschichten über Kobolde erzählt oder in dieser Richtung, auch nicht über, ich weiß nicht, schreckliche Gestalten oder so. Na, also von dieser Seite kommt es schon mal nicht her. Mhm. In dieser Zeit hattest du auch, du nennst es unkontrollierte Körperaustritte. Mhm. Was heißt das? Das heißt, gut, da war ich ein bisschen älter, so mit 7 bis 8 hat es so ungefähr angefangen. Das war allerdings in der Aufwachphase, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Also ich war dann schon wach und habe dann aber schon gespürt, dass mein Körper schwer ist, also schwerer als im normalen Wachzustand. Und habe dann auch schon bemerkt, dass sich alles auf meine Stirn konzentriert und da wie so ein Tunnel ist da aufgegangen. Und ich bin dann quasi mit meinem Geist durch diesen Tunnel gerast und mein Körper lag aber noch völlig steif auf diesem Bett, ja, aber das habe ich richtig mitbekommen. Und dann bin ich durch diesen Tunnel gerast mit Lichtern an der Seite, ja, so wie Lichtgeschwindigkeit, so hat sich das ungefähr angefühlt. Und ich fühlte mich dabei wie zerrissen, ja, also mein Körper war unglaublich schwer und mein Geist unglaublich leicht. Und ich raste durch diesen Tunnel und irgendwann, ja, und es bebte auch noch, das weiß ich noch ganz genau, es war sehr, sehr unangenehm, alles bebte in mir. Und als die Reise dann am Tunnel zu Ende war, war es einfach ein offener Raum, ein lichter, offener Raum, Fliederfarben, das weiß ich noch. Das war aber nur sehr kurz. Dann war die Reise zu Ende und es ging dann rückwärts wieder durch diesen Tunnel durch. Es rüttelte wieder furchtbar, ja, und dann war ich in meinem Körper wieder. Ja. Und das war alles unkontrolliert, also ich habe nichts dazu beigetragen zuerst. Ja. Irgendwann später mal habe ich beobachtet, dass ich, wenn ich einen Punkt fixierte, dass dieser Zustand dann zustande kam. Ich konnte ihn also dann quasi selber hervorrufen, war aber dennoch ziemlich unglücklich darüber, denn es fühlt sich wirklich sehr bedrohlich auch an, unkontrolliert hier auszutreten. Und das klappte dann auch ein paar Mal oder das überkam mich auch ein paar Mal und irgendwann ebbte das dann wieder ab. Aber du bist immer zu diesem Raum kursiv gereist. Oder in diesen Raum hinein. Ja. Beschreib den ein bisschen. Ja, eher, das ist eher ein endloser Raum, ne? Mhm. Schwerelos. Also eher ein Raum im abstrakten oder physikalischen Sinn jetzt, ne? So quasi. Also Raum. Eine andere Ebene auf jeden Fall. Also hat sich auf jeden Fall zeitlos angefühlt. Ja.
kaum zu beschreiben, eben leicht und unbeschwert. Und die Reise ging dann aber auch wieder sofort zurück. Also das war wie so ein Jojo-Effekt, rausgeschossen und dann wieder zurückgekommen. Das heißt, du konntest dann nicht irgendwie auf Entdeckungsreise gehen in diesem Zustand? Nein, das war mir dann aber auch nicht möglich, nein. Das war nur ein kurzer Augenblick in dieser Schwerelosigkeit, in diesem wunderschönen, hellen, lichten Raum, sage ich mal, in dieser Unendlichkeit. Und dann ging es aber auch gleich wieder zurück. Also da war mir nicht viel vergönnt. Du beschreibst in dem Mail aber auch, dass du dich teilweise in so einem sehr unangenehmen Raum befunden hast, in einem eher dunklen Raum, aus dem du versucht hast zu entrinnen und nicht so leicht rauskamst. Mhm. Das war dann wieder eine andere Erfahrung, das stimmt. Allerdings auch eher in Schlaftraumzustand, wo ich mich dann auch quasi befreien wollte. Also ich denke, ich kam dann schon etwas zu mir, beobachtete aber dennoch, dass ich irgendwo gefangen war in einem dunklen Raum und konnte aber auch nicht die Augen öffnen. Also es war mir nicht möglich, zurückzukommen. Ja. Teilweise, oder ich musste erheblich dagegen ankämpfen, um aus dieser Situation herauszukommen. Ja. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, dass ich auch sehr oft dann auch meine Mutter gerufen habe. Oder mein Bruder, der im gleichen Zimmer lag, einfach um den Kontakt nach draußen zu haben, dass da was ist. Ja. Interessant. Und so gar nicht das, was man normalerweise hört. diese Kobolde, ich meine, du hast ja erlebt, ist das... Und du hast sicherlich auch in der Zwischenzeit viel gelesen von anderen, die derartige Erfahrungen gemacht haben. Kannst du dir vorstellen, dass jemand anderer das jetzt Aliens nennt, was du da gesehen hast? Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in diese Richtung geht oder auch nicht. Ja, da bin ich ziemlich ratlos, muss ich wirklich sagen. Aber ich bin auf dieser Schiene, bin ich wirklich bei diesen Entführungen gelandet. Ja, das war so mein Aufhänger. Ich habe verzweifelt gesucht, was ist mir da passiert, all diese Dinge, die da passiert sind. Was hat es auf sich? Und natürlich im Internet habe ich dann geguckt und da stieß ich dann natürlich auf solche Berichte. Ja, hinterher würde ich sagen, es natürlich ist möglich, klar. Naja, Wesen, die plötzlich in der Nacht auftauchen, die eine Heidenangst einjagen und Stimmen in deinem Kopf. Das ist deckungsgleich mit diesem Phänomen. Mhm. Das Einzige, was jetzt anders ist, also meiner Meinung nach, und ich bin sowieso nur Beobachter, also ich hatte nie solche Erlebnisse, daher kann ich das nicht beurteilen. Ich kann das jetzt nur meinen Eindruck wiedergeben. Anders ist, dass bei dir ganz deutlich rauskommt, dass du in einem veränderten Bewusstseinszustand warst. Mhm. Und dass du aber, wenn ich das richtig verstehe, dir nicht ganz sicher bist, ob du in einem veränderten Zustand warst, weil diese Wesen da waren, oder dass du diese Wesen wahrgenommen hast, weil du in einem veränderten Zustand warst, oder? Mhm. Ja, so könnte man das schon beschreiben. Und es ist daher auch völlig offen, ob das aus deiner Psyche gekommen ist oder ob das tatsächlich Wesen waren, die physisch da waren, oder? Ja, natürlich. Ja. Also Beweise gibt es für nichts, ja. Klar. Mhm. Ja, ich habe das so erlebt. Und in dem Fall bin ich auch nur Beobachter. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, so und so ist es. Ich weiß es selber nicht. Also ich meine, ich habe doch schon öfter Leute, auch die Entführungserlebnisse hatten, interviewt. Und es ist eigentlich, es geht immer einher mit einem veränderten Bewusstseinszustand. Ja. Also, und wie gesagt, inwieweit jetzt diese Dinge parallel sind oder ob es sich da um selbe handelt, ich habe keine Ahnung, aber bei den Heike Habel zum Beispiel, die war vor 2 Jahren, glaube ich, auf Sendung, es war voraufgezeichnetes Interview damals, die stieg da auch aus dem Auto aus, sah dieses Riesenlicht auf diesem Feldweg und war auch sofort in einem Trance-Zustand. Mhm. Ja? Da war es aber so, dass es sich zumindest so anhörte, als wäre dieses Objekt da gewesen und hätte dann erst diesen Zustand induziert. Hm. Bei dir ist das offen. Ja. Und dennoch ist es so ähnlich. Und das finde ich faszinierend. Ja. Ohne, dass ich da jetzt zu irgendeinem Schluss kommen kann oder möchte, zumindest noch nicht, aber
das, ich glaube, das ist relevant, genau. wenn man sich das Ganze anschauen möchte. Jetzt geht das weiter. Du hattest auch, also ich meine, ich habe diese Sendung Der Klartraum, mein Leben deshalb so genannt, weil ja auch in diesem Drama mit ähnlichem Titel, Der Traum, mein Leben, Wirklichkeit und Traum verschwimmen. Und bei dir geht es insofern weiter, als selbst das sogenannte Jenseits und die Wirklichkeit verschwimmen scheinen. Ich hatte da vor ein paar Wochen den Jörg Schreiber, bei dem ist das ja mehr oder weniger normal. Und es ist völlig verblüffend. Dir ist aber auch mal sowas passiert. Und zwar, da gab es, ich spreche jetzt diese eine Episode an, die ja auch in gewisser Weise verifiziert werden konnte dann von deinem Mann. Erzähl das doch mal. Genau. Und zwar, ja, verstorbenen Kontakt wider Willen, muss ich sagen. Obwohl ich natürlich für diese Dinge absolut offen bin und es ist natürlich ein Tor, öffne Tür und Tor für so etwas. Und zwar, ja, ich war zu Hause, arbeitete in der Küche, machte meine Hausarbeit und ja, war mit keiner Idee, mit keinem Gedanken irgendwie in irgendwelche Sphären. Als ich plötzlich in meinem Kopf eine ziemlich hartnäckige, männliche Stimme, muss ich sagen, ich konnte es definieren, sie war männlich, mich traktierte. Und zwar, ja, in Gedanken traktierte, und da muss ich wieder zurückgreifen, also es hört sich fremdartig an, es sind die eigenen Gedanken, obwohl man weiß, es sind nicht die eigenen. Ne? Und diese männliche Stimme in mir war total desorientiert und fing plötzlich einen Dialog an mit, er wüsste nicht, wo er sei und ja, er hatte keine Ahnung. Und das war so dramatisch, weil ich genau spürte, der war total verirrt irgendwie, ne? Und auch überrascht, hallo, was ist das jetzt? Genau, und diese Stimme, ja, bombardierte mich hier förmlich mit Fragen. Ja, und ich versuchte eben, ich machte diesen Versuch und antwortete in Gedanken zurück und sagte eben, na, wenn er mit mir so kommunizieren könnte, nicht körperlich, dann ist wohl schon was anderes im Busch hier. Genau, und dann erzählte er mir irgendwas mit einem Auto und von einem Rauschzustand und er wisse gar nicht, wo er sei. Ja, wie ein Hilferuf, ne? Und die Geschichte endete dann so. Ich habe das abends meinem Mann erzählt, dass ich da, naja, in Anführungsstrichen einen Kontakt hatte und habe ihm das so erzählt von diesem Mann, da nicht wusste, wo er sei und ja, und auch diesen Zustand etwas beschrieben, ja, dass er eben, ja, dass er benebelt sei und gut, diese Geschichte war zuerst mal abgehakt. Am nächsten Tag kam dann mein Mann von der Arbeit nach Hause und hatte eine Zeitung dabei. Wir zu Hause haben keine, aber da, wo er zur Arbeit geht, die hatten eine. Er legte sie mir dann vor und blätterte so einen Polizeibericht auf und dort drin stand dann betrunkener Mann, aufgegriffen, kam in die Nüchterungszelle, ja, und am nächsten Tag, als sie den dann aufwecken wollten, haben sie bemerkt, dass er tot war. Ne? Also die haben da überhaupt nicht damit gerechnet und das spiegelt genau das, was ich da im Kopf hatte. Ne? Diese Hilflosigkeit, ich weiß nicht, wo ich bin und was ist passiert. Also es hat mich dann schon ziemlich umgehauen, dachte, wow, das funktioniert ja wirklich. Ja, funktioniert. Deshalb nannte ich dich auch Medium wider Willen, in dem Sinn, dass du es ist aber wahrscheinlich nicht immer ganz einfach, wenn einem solche Dinge passieren. Ne? Ich meine, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf reagieren würde, ne? wenn jetzt plötzlich diese Stimme hast du real gehört oder? Ja, also zumindest es war so
eindringlich und aufdringlich. Es waren nicht meine Gedanken. Es begann ja sofort mit dem Dialog. Ich weiß nicht, was los ist. Wo bin ich? Ne? Also sowas denkt man ja nicht, wenn man Zwiebel schneidet zum Beispiel. Also so beginnt es dann eben. Ja, unglaublich. Und das ist wirklich auch recht gruselig. Weil also der Mann ist dann auch gestorben. Und wahrscheinlich erst... Gut, jetzt reine Mutmaßung, aber wenn es jetzt überhaupt dieser Mann war wirklich oder nicht ein völlig absonderlicher Zufall, dann hatte ich der erst nach seinem Tod kontaktiert, ist jetzt zumindest die Vermutung, oder? Mhm. Ja, sicherlich, ja. Und irgendwie hat er dich gefunden und du warst dann quasi ein empfänglich für ihn. Mhm. Ich denke schon, ja. Mhm. Ja. Also zu dieser Zeit... ja, da war so viel los bei mir und da war ich sicherlich auch offen und habe das auch so angenommen. Und aber wie die das jetzt wirklich wahrnehmen und warum dass er jetzt zu mir kam, ich weiß es nicht, wie das funktioniert, keine Ahnung. Naja, das weiß keiner, glaube ich. Das weiß keiner. Also wenn es tatsächlich so ist, ist es ein Riesenrätsel. Ne? Hm. Aber ja, wie gesagt, also das wäre schon ein unglaublicher Zufall. Hm. Und dann gibt es da noch weitere so Dinge, wo du also mit dem sogenannten Jenseits irgendwie Kontakt hast, wenn man so sagen will? Mhm. Gut, das würde jetzt auch so in diese Zeit reinfallen. Als ein Motorradunfall geschah mit Todesfolge und das war auch bei uns in der Umgebung, in der näheren Umgebung und da war mein Mann dann zu Hause und ja, spielte sich da alles bei uns ab. Er erhielt einen Anruf von seiner Nichte, es sei ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Ja. Und sie kannte diesen jungen Mann, der da ums Leben kam. Ja, und da kam er schon ganz aufgeregt zu mir und hat es erzählt, was da jetzt passiert ist, vor wenigen Stunden. Und ja, und dann hatte ich schon so ein ganz, ganz komisches Gefühl, jetzt band sich wieder was an, ne? Und das war ziemlich heftig. Ja, das, also es hört sich nach Klischee an, aber es ist tatsächlich so, ich spürte, wie etwas beinahe in mich hinein kam, ein Wesen oder wie auch immer. Ich bekam zittrige Beine und Hände und ja, der Puls ging nach oben. Und mein Mann kannte diese Familie, ja, und er kannte auch einen von diesen Kindern, der da ums Leben kam, und er rätselte um den Namen, der da ums Leben kam. Ich hatte dann den Martin im Kopf, und das war so heftig, dass ich einfach sagte, du hör mal, also der heißt Martin, ne? Also ich hab's im Kopf. Und man zögerte kurz, überlegte, dachte, also einer davon, von diesen zwei Söhnen von dieser Familie, heißt Martin, aber er wusste jetzt eben nicht, wer da ums Leben kam. Ja, und letztendlich hat sich dann so herausgestellt, der Verunglückte hieß nicht Martin, aber sein Bruder, der noch am Leben war, hieß Martin. Warum jetzt hier eine Verwechslung zustande kam, das weiß ich nicht. Aber dieses Gefühl, diesen Namen unbedingt zu sagen und diese Aufgeregtheit und dieser zittrige Zustand, das machte mir hinterher dann doch richtig zu schaffen. Ja. Und ich kannte diese Familie überhaupt nicht. Ich komme nicht aus dem Dorf, ich bin hier zugezogen. Mein Mann kannte die Familie, ich nicht. Mhm. Aber der Name gehörte dem Bruder des Verstorbenen. Mhm, genau, genau. Mhm. Was er immer mir da mitteilen wollte, aber das war ganz heftig, ja. Martin. Mhm. Mhm. Ja, gut. Kann auch wieder ein Zufall gewesen sein, aber ist irgendwie interessant. Die Koinzidenz ist da halt immer das Spannende. Apropos Koinzidenz, dann gibt es auch so etwas wie Wahrträume, mhm. die du hattest. Also Träume, wo du mehr oder weniger etwas im Traum erlebst, das sich dann ein paar Tage später tatsächlich ereignet. Mhm.
Das kann natürlich sehr belastend sein, ne, wenn es jetzt irgendwas wirklich Katastrophales ist. Mhm. Aber Gott sei Dank weiß man das ja vorher nie, welche von den Träumen dann wahr wären. Das weiß man dann immer erst im Nachhinein. Mhm. Aber beschreib doch mal diesen Traum mit diesem Unfall. Mhm, genau. Ja, und ich hatte ja schon zuvor Wahrträume, auch mit 16, 17, ja, also die würsten Wahrträume, die ich leider dann irgendwann mal aufgeschrieben habe und dann wieder verworfen habe, weil ich dachte, na, jetzt lass das mal beiseite, aber egal. Dieser sogenannte Wahrtraum, da fällt das ja um 2005 herum, ich träumte, ich würde an eine Ampelanlage hinfahren. Diese Ampelanlage gibt es in der Realität. Diese Ampelanlage passiere ich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre. Und in diesem Traum bin ich an diese Ampelanlage hingefahren und habe mich nach links eingeordnet, so wie ich das immer tue, wenn ich in Wirklichkeit nach Hause fahre. Und habe dann aber schon gesehen von oben, oh, da staut sich, da ist irgendwas passiert. Und diese Ampelanlage ist ziemlich sicher. Also da passiert ganz selten etwas. Gut. Ich stand also da und habe schon bemerkt, oh, da staut sich, da geht's nicht mehr weiter. Und sah auch schon Leute fuchtelnd herumlaufen und aha, okay. Sei ich im Traum, dort vorne geschah ein Unfall und ja. War nicht sehr schlimm, ja. Das schlimme Gefühl war nur, ich stand da und merkte, wie sich hinter mir dann auch staut. Na, ich war irgendwie so dazwischen. Ich glaube, das war so ein beklemmendes Gefühl. Das war eigentlich das Schlimmste im ganzen Traum überhaupt, ja. Ich bin dann aufgewacht, ja. Also der Traum war ziemlich kurz, aber sehr, sehr prägnant und ich konnte mir den gut merken. Und bin dann ganz normal zur Arbeit gefahren. An diesem Tag passierte nichts, aber auf der Arbeit habe ich das dann einer Kollegin erzählt. Ja, ich komme mit diesem gut aus und ja, da erzählt man sich dann schon mal sowas. Und ja, interessanterweise, dann am nächsten Tag, als ich von der Arbeit nach Hause fahren wollte, kam ich genau in diese Situation. Ich wollte links abbiegen und habe schon vor mir gesehen, dass sich dort die Autos aufstauen. Ich dachte, oha, das hast du schon mal gesehen. Und ja, da passierte eben ein Unfall. Es war überhaupt nicht schlimm, gar nichts passierte. Es staute sich auch hinter mir auf, aber keiner fuhr mir jetzt irgendwie da rein oder so. Ja, ganz profan, ja. Ja, aber es ist wirklich ein Unfall passiert, oder? Ja, es ist wirklich also ein Unfall passiert und genau an dieser Stelle, an der ich es im Traum gesehen habe. Und zwar ist es eine Seitenstraße, die kommt nach der Ampelanlage und da darf man nur in bestimmte Richtungen abbiegen und der hat sich da eben nicht dran gehalten und dann hat es eben gekracht, ne? Und ja, und so habe ich das auch gesehen im Traum und so fuhr ich dann auch in der Realität an den Unfall heran. Allerdings war das dann in der Realität, warst du ein bisschen an einem anderen Ort. Das heißt, die Perspektive war ein bisschen eine andere. Nein, die war genau gleich. Also die war genau gleich. Okay. Die war genau gleich. Haargenau. Ja. Ich wollte links abbiegen, habe mich links eingeordnet und habe schon gesehen, dass da Leute rumlaufen und einem Bescheid geben wollten, dass man eben langsam tut, da ist irgendwas passiert. Und ich habe das ja auch gesehen, dass die zwei Autos da ineinander kollidierten, ja. Und im Traum hast du, glaube ich, ein schwarzes oder dunkles Auto gesehen? Mhm, genau. Das war das, ja, vielleicht die noch Farben, ja, also es war kein helles Auto, es war dann schon ein dunkles Auto, ja. Ich war auch in einer gewissen Entfernung und ja, aber so ist es dann auch wirklich passiert, ja. Also Jugendliche, die falsch abbiegen in einem dunklen Auto. Ja, genau. Genau, ja, das, also genau. Diese Details sind jetzt schon wichtig. Genau. Ja? Die standen dann da auch herum und ich habe das ja auch in dieser kurzen Zeit gesehen, weil es hat sich ja gestaut und dann hat man dann schon Zeit zum Gucken. Aber ich war auch natürlich sehr perplex nach der Hub. Hast du sowas auch öfter gehabt oder war das auch wieder nur eine Phase?
das waren alles Phasen. Ja. Ja, ich habe ja auch mit einer Kollegin zum Beispiel, von ihr habe ich geträumt. Ja, es sind immer nur so kurze Dinge, die ich dann träume, aber die ich dann im realen Leben, wenn es dann drauf ankommt, die passen dann eben zusammen. Und von der Kollegin habe ich dann geträumt, sie äußerte sich in dem Traum, ja, sie mag nicht mehr herbleiben, sie hat genug von hier und ja, und im Traum kommt es ja lebendig rüber, ne? Sie hat dann sich wirklich so geäußert, sie möchte nicht mehr herbleiben. Ja, und ich sage ja ganz, ganz kurze Sequenzen nur. Und am nächsten Tag, ich habe das ihr dann gesagt, was ich von ihr geträumt habe. Und dann hat sie mich ganz perplex angeschaut und hat gesagt, ja, sie hatte irgendwie Auswandererpläne. Und vorgestern hätte sie so verschiedene Anträge sich angeguckt, wie das Ganze läuft und so. Und ja, und ich denke, das passt dann schon irgendwie zusammen, ne? Eule fragt im Chat, ob du dich denn unmittelbar nach dem Aufwachen schon mal gefragt hast, ob das jetzt eine Vorahnung war. Stellst du dir diese Frage dann gleich nach dem Aufwachen manchmal, oder? Teilweise, ja. Teilweise denke ich, aber das musst du dir unbedingt merken, weil die Dinge dann auch so klar sind, kurz und klar, denke ich, oh, jetzt schaue ich mal, was passiert. Und dann, ja. Ich glaube, diese nächsten Erlebnisse, die wir da jetzt ansprechen werden, die sind noch nicht so lange her. Da geht es um Maschinenteile. Und das ist eigentlich so ziemlich das Bizarrste oder einer der bizarrsten Dinge, die du mir erzählt hast. Mhm. Ja, erzähl mal, wie diese... Also Maschinenteile, die dann plötzlich in deinem Zimmer auftauchen und wohlgemerkt wieder in diesem Dämmerzustand. Nennen wir es mal so. Ne? Genau. Mhm. Und zwar... Angefangen hat es mit Rotorblätter. Also ich liege dann ja, man liegt ja nachts im Bett und schläft und ich komme dann in diesen Dämmerzustand und da habe ich bemerkt, dass sich etwas über mir bewegt, ja, und konnte auch ganz genau sehen, es waren Rotorblätter, dreiblättrig, ne? Manchmal auch übereinander gelegt, also mehrere übereinander, die sich dann aber auf mich niedersenkten und sie haben sich weiter bewegt, also ziemlich bedrohlich. Das kam sehr oft vor. Es kam sogar vor, oder fast jedes Mal, ich bekam dann richtig Angst und bin aus dem Bett gehüpft, ne? Weil ich so weit nach unten kam. Und das hat dann irgendwann auch mal mein Mann mitbekommen und es war mir dann letztendlich nur noch peinlich, was ich da des Nachts vollzog, weil ich eben anfangs diese Rotorblätter gesehen habe. Ja. Und du springst aus dem Bett und das ist, glaube ich, jetzt recht wesentlich, weil so wie ich das verstanden habe, bist du da also wirklich in einem Zwischenzustand. Mhm. Du hast teilweise die Augen offen, siehst den realen Raum und siehst dann aber noch immer das, was du träumst. Bist du also wirklich in diesem Zwischenzustand und siehst aber das, was du da träumst, sehr klar. Genau. Ich kann Teile meiner Umgebung wirklich wahrnehmen. Also ich sehe das Fenster, ich sehe das Fensterkreuz und das Bettende und ja, wenn ich natürlich nach oben schaue, dann sehe ich die Decke und diese Maschinenteile, die befinden sich ja dann über mir. Ja. Aber schon im Zimmer drinnen oder so? Schon im Zimmer. Und wie kommen die in dein Zimmer? Kriegst du das? Oder jetzt? Nein. Die sind plötzlich da oder wie? Ja, die sind plötzlich da oder die waren plötzlich da. Mhm. Ja. Genau. Und ich hatte ja auch Phasen, da kommen wir vielleicht später noch dazu, da konnte ich mich nicht bewegen. Bei diesen Maschinenteilen aber, da konnte ich mich ja sehr wohl bewegen. Ich bin dann ja aus dem Bett gehüpft und ja, weil ich mich so erschrocken habe, da hat es ja gut funktioniert. Und natürlich, die Herzfrequenz geht ganz, ganz schnell nach oben und ich musste mich dann erstmal wieder erholen. Ja. Und da hast du die verschiedensten Dinge gesehen, unter anderem auch so eine blaue Kugel und geometrische Figuren? Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich eher in die Klarträume übergeht,
weil das Phasen waren, diese blaue Kugel, die habe ich gesehen. Da wusste ich, dass ich wach bin. Ne? Also ich bin zu mir gekommen morgens, bevor ich aufgestanden bin, habe aber dann die Augen nochmal geschlossen und da habe ich dann diese verschiedenen geometrischen Figuren gesehen. Und eine davon, das war die blaue Kugel mit diesem mehreckigen Würfel darin. Das war wirklich sensationell. Also besser wie jede Computergrafik. Ne? Ich habe es gestochen scharf gesehen. Das war eine blaue, bläuliche Kugel, durchsichtig. Ja, sonst hätte ich ja diesen Würfel nicht gesehen. Innen drin dieser Würfel. Und der drehte sich nach rechts und die Kugel nach links. Und das war perfekt. Also das war eins von den schönsten Dingen, die ich da gesehen habe. Ja. Was heißt mehreckiger Würfel? War es ein Würfel oder also ein Würfel hat 8 Ecken oder was war's? Mhm. Oder hatte der mehr Ecken als ein normaler Würfel? Ja, ich habe das, ja, so wie ich bin, ich habe das mal nachgegoogelt. Es kommt eher so in einem platonischen Körper ähnlich. Aha. Tetraeder, Stern-Tetraeder oder irgend sowas? Ja, ich habe mir jetzt notiert Dodekaeder. Also okay. Kommt dem ähnlich, ja. Aber ich habe das danach erst recherchiert. Ich habe mich davor eigentlich mit platonischem Körper sehr, sehr wenig, man stolpert drüber, aber ich habe mich jetzt dann nicht intensiv damit befasst. Überhaupt nicht. Dodekaeder, wie viele Ecken sind das jetzt? Ich weiß es nicht. 12? Keine Ahnung. 12, ne? 12, ja. Okay. Also das sind immer die einfachsten geometrischen Figuren mit einer bestimmten Eckenzahl, soweit ich mich jetzt erinnere. Ah, das Ding drehte sich in der Kugel und auch wieder total scharf wahrgenommen. Mhm. Und wie war dein Zustand da dabei? Ich meine, warst du da, hast du den Raum auch wahrgenommen und diese? Nein, gar nicht. Da hatte ich meine Augen geschlossen, also bewusst geschlossen. Das war morgens, bevor ich aufgestanden bin. Also der Wecker hat schon geklingelt und ich habe dann nochmal die Augen geschlossen, ja. Und das sind mir solche Dinge aber auch öfters passiert, dass ich da dann geometrische Figuren gesehen habe. Und zwar auch, also wirklich perfekt, richtig, ja, deutlich, digital. Das ist jetzt auch eine Frage von jemandem im Chat, ja, wie da so diese Übergänge sind. Das heißt, das ist nachdem der Wecker abgeht, du bist also, und da bist du wirklich so richtig in diesem Dämmerzustand zwischen Schlaf- und Wachzustand und dann. Bei geschlossenen Augen siehst du dann diese Dinge gestochen scharf. Ja, also das war wirklich sehr schön, muss ich wirklich sagen. Also das hätte ich jetzt gern nochmal. Und das waren nur Phasen, die hatte ich dann später überhaupt nicht mehr. Ja, nicht mehr so detailliert, nicht mehr so in dieser Qualität. Und dann war da dieser Zeppelin. Genau. Das war dann wieder mitten in der Nacht. Wie diese Rotorblätter tauchte der eigentlich am Ende von dieser Phase auf. Also nach dem Zeppelin gab's wirklich eine Ruhe. Ja. Diesen Zeppelin habe ich in der Wahrnehmung gesehen am Fußende meines Bettes. Ne? Wenn ich die Augen auf habe, kann ich nach vorne schauen durch das Fenster. Und dieser Zeppelin war ja schon in meinem Raum drin, war am Fußende und ich hatte ihn am Anfang mit der Seitenansicht gesehen. Bronzen schimmerte er sogar, also das weiß ich noch. Ne? Aber nicht so gestochen scharf wie die geometrischen Figuren, das muss ich auch sagen. Ich habe den also gesehen und als ich mir bewusst wurde, was das ist, also ich habe die Form erkannt, drehte er plötzlich um und flog auf mich zu. Ich war dann schon etwas leicht mit Fluchtgedanken behaftet, dachte, jetzt spring am besten wieder aus dem Bett, geh dem aus dem Weg. Aber ich blieb dann doch noch liegen und das Teil flog auf mich zu und es surrte. Das war also das einzige Teil, das jetzt hier ein Laut von sich gab, es surrte. Es hatte vorne so einen Propeller dran, das habe ich noch wahrgenommen. Dann aber habe ich mich tatsächlich aufgerichtet und habe eine Reaktion verführt. Ich wollte es irgendwie verscheuchen, das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe die Bettdecke danach geworfen und dieses Zeppelin oder dieses Objekt reagierte tatsächlich. Hast du ihn getroffen mit der Bettdecke? Nein, ich glaube nicht, aber allein schon diese Reaktion, er drehte sich ab
flog Richtung Fenster und löste sich dort Pixel für Pixel auf. Also, ja, das ist sehr prägnant. Also, das ist ein gutes Erlebnis, ich heute noch so genau weiß, weil es so detailliert war. Ne? Also, es flog auf mich zu, ich habe abgewehrt, es drehte um, flog Richtung am Fenster und hat sich dort aufgelöst. Also für einen Traum finde ich das etwas merkwürdig, wenn es jetzt nur. Naja, gut, Träume, also Träume sind oft extrem merkwürdig, aber in dem Fall, was mich auch fasziniert hat an deiner Beschreibung, das war wirklich so dieser Punkt, wo ich mich irgendwie nicht mehr auskennt habe bei deiner ganzen Geschichte, weil du sagst, du bist aufgewacht eigentlich, oder? Zum Schluss dann. Okay. Ja. Das heißt, beschreib nochmal die Chronologie. Wann hast du dieses Ding gesehen? Da hast du noch geschlafen, oder wie? Ja, dann war ich in diesem bestimmten Zustand, wo ich alle die anderen Dinge auch gesehen habe. Also ich weiß, dass ich in diesem Zustand bin, aber wie gesagt, ich konnte ja die räumliche Umgebenheit konnte ich ja abchecken. Ja? Also ich sehe das Fenster und ich weiß ganz genau, wo ich liege. Hast du da die Augen schon offen gehabt? Ja, bestimmt, ja natürlich. Also ich habe ja das Fenster gesehen. Ich schaue genau drauf und war alles da, wie im normalen Leben eben auch, wenn man nachts die Augen aufmacht. Ne? Ist ja dämmerig dann sowieso. So habe ich es dann gesehen, richtig. Als das Ding dann auf mich zusteuerte, dann war ich ja schon mit Fluchtgedanken behaftet. Ne? Springst raus, nur was machst du? Ich entschied mich ja dann, die Bettdecke danach zu werfen. Ja, und in dem Moment dann, warst du dann völlig wach, oder? Ja. Man kommt, oder ich kam dann zu mir. Ne? Es ist ein zu einem Kommen. Hm. Total wach würde ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Wach war ich erst hinterher, als das Ding sich aufgelöst hat und ich erstmal durchgeatmet habe, dass der Puls wieder nach unten kommt. Dann bin ich wirklich wach, ja. Also, ja, wenn man so möchte, ich wach danach auf. Das heißt, ich erkläre mir das jetzt so, dass quasi ein Teil deines Gehirns noch weiter geträumt hat und quasi die Traumbilder sich mit deinen real gesehenen Bildern überlagern. Natürlich, möglich, ja. Aber warum reagiert dann dieser Zeppelin? Was? Naja, so wenn du ihn träumst, dann träumst du das halt, dass er auf dich reagiert. Ja, okay, ja, möglich. Alles möglich. Aber trotzdem, also dieser Zeppelin sah wirklich aus wie ein Zeppelin mit Propellern und solchen Dingen. Hatte der auch eine Kabine dran? Nein. Nur der Zeppelin? Ja, nur Zeppelin. Und dann sagst du, er hat sich Pixel für Pixel aufgelöst. Warum? Ja. Was heißt Pixel für Pixel? Wie eine Computergrafik? Ja, genau so. Ja. Und das Verrückte war ja daran, er flog ja Richtung Fenster, ja, und hat sich dort dann Pixel für Pixel aufgelöst. Also er hätte es ja auch vor mir tun können oder so. Nein, das war eine Wendung, flog nach vorne Richtung Fenster und hat sich dann dort aufgelöst. Ja, ja, das ist schon wirklich seltsam. Ich meine, wenn du jetzt völlig wach gewesen wärst, ohne irgendeinen Zweifel quasi und auch nicht in einem Dämmerzustand und das Ding gesehen hättest, dann hätte ich gesagt, lustig, irgendwer hat sich einen Scherz erlaubt und hat dir einen Hologramm ins Schlafzimmer projiziert. Ja. Die Erklärung ist keinen Cent wert, weil warum sollte denn das jemand tun? Aber so in dieser Zwischenwelt, gut, da ist natürlich alles möglich. Die Frage ist natürlich, warum siehst du gerade das? Und du hattest doch irgendwie das Gefühl, wenn ich mich an deine Beschreibung da erinnere, dass das irgendwie eine intelligente Maschine ist oder so. Woher kam das? Warum hast du geglaubt, dass es eine intelligente Maschine, weil sie auf dich reagiert, oder? Ja, genau. In dem Augenblick, als ich wahrnahm, dass eben dieser Zeppelin da stand, als ich die Form erkannte, genau in diesem Augenblick empfand ich das wie eine Verbindung. Und dieses Ding kam dann auf mich zu. Man kann es kaum beschreiben, aber es ist eine Verbindung da gewesen, ja, in diesem Augenblick, ja. Ja, reale Welt, Traumwelt und das, was dazwischen ist, da gab es zum Beispiel auch eine Episode, wo du im Traum irgendwie gerufen wurdest oder aufgefordert wurdest, aus dem Fenster zu sehen und dann hast du aus dem Fenster geblickt und dann warst du aber wirklich wach und da war ein leuchtendes Objekt, das du gesehen hast. Erzähl das mal. Genau.
Also ich wurde in Gedanken gerufen, im Traum, ich schlief. Ich hörte meinen Namen rufen, so ähnlich wie Birgit, schau mal nach draußen, wach auf, mach deine Augen auf, schau mal nach draußen. Dann kam dieser Satz, wir sind wirklich da. Ja, ich fing dann im Traum auch oder in diesem Schlaf einen Dialog an, dachte nur, wieso soll ich jetzt aufwachen, wieso soll ich jetzt da rausschauen? Ich habe eigentlich gar keine Lust dazu, mich jetzt einfach veräppeln zu lassen. Da ist ja eh nichts, habe ich ja in diesem Schlaf gedacht, in diesem Zustand. Aber diese Gedanken ließen mich nicht los. Sie kamen immer wieder. Guck doch raus, Birgit, schau raus. Also, in diesem Augenblick, ich habe mich wohl aufgerichtet. Da schlief ich noch oder da war ich in diesem Zustand noch. Habe aber zum Fenster schon rausgeguckt. Und kam dann zu mir. Ich kam wirklich absolut zu mir, weil ich habe dann nur noch auf die Uhr geguckt. Draußen am Horizontnähe, stand dann ein sehr helles Objekt, ein großes helles Objekt, ein großer Stern. Ja? Nicht allzu nah, also keine UFO-Sichtung oder sonst was. Nein, schön entfernt, aber dennoch so, dass ich es sehen konnte. Und ich habe zum Fenster rausgeguckt. Von meinem Bett aus aufgerichtet und habe dann dieses helle Objekt gesehen. Und ich bin ja auch dann zu mir gekommen. Und es stand da und es stand noch sehr lange da. Es stand so lange da, bis ich dachte, naja gut, passiert nichts mehr. Ja, lege ich mich wieder hin, schlaf weiter. Also da kam ich dann wirklich zu mir. Aber am nächsten Tag, zur selben Zeit, habt ihr, glaube ich, das gecheckt und da war jetzt dieser Stern unter Anführungszeichen nicht mehr da. Also ich habe das gegenkontrolliert. Wie gesagt, ich habe auf die Uhr geguckt. Das war so um die Mitternachtszeit rum, um diese Uhrzeit. Eine gute Zeit, um das nachzukontrollieren, also nicht mitten nachts um zwei. Und am nächsten Tag, ich habe kein Objekt mehr gesehen. Und es war an beiden Tagen wolkenloser Himmel? Also du hättest am es war Sommer. Ja, war gut, kann auch vom Sommer, Wolken. Ja. Aber du hättest das, wenn es ein heller Stern gibt, also Venus kommt da wahrscheinlich in Frage, weil das ist der hellste, oder vielleicht Sirius, aber dann hättest du das auch am nächsten Tag natürlich exakt an derselben Stelle sehen sollen und war nicht. War nicht. Aber der zweite Teil quasi, nachdem du dem Drängen der Stimme nachgegeben hast, spielte sich dann wirklich im Tagesbewusstsein ab. Sprich, ich meine, das war in der Nacht, aber weißt du, was ich meine? Du warst wach, oder? Ja. Aber vielleicht, ich meine, so wie das bei all diesen Dingen, vielleicht auch bei dieser Zeppelin-Episode, vielleicht träumst du nur, dass du aufwachst. Kann das sein? Nein. Auch möglich. Jedenfalls, ich war dann aufgerichtet und ich habe ja zum Fenster rausgeguckt. Ich habe zum Fenster rausgeguckt und ich kam dann auch wirklich zu mir. Also ich war wach ab diesem Augenblick. Also du bist dir da ganz sicher? Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich habe ja auch noch auf die Uhr geguckt und ja. Und habe dann mich quasi gegengeprüft. Ne? Und dein Mann wurde ja auch öfter mit dir zusammen Zeuge von, also so, der hat leuchtende Objekte hast du ja öfter gesehen. Ich habe die öfters gesehen und damals mit meinem Mann zusammen, ja, das war so 1997, hat er das mit mir dann auch beobachtet, ja. Er fand es etwas lächerlich und dachte, das, was weiß ich, vielleicht ein Hubschrauber oder sonst was, was da oben herumfliegt. Aber diese Objekte, die ich damals mit meinem Mann gesehen habe, die standen ja still. Die standen an einem Ort, gar nicht weit von unserem Haus entfernt, sonst hätten wir es nicht beobachten können, über einem Wäldchen, zwei helle Objekte nebeneinander und die standen sehr, sehr lange dort oben, so lange, dass ich mein Mann darauf aufmerksam machte und sagte, guck mal, da steht schon ein Weilchen da, was ist das, also Sterne sind es keine, gestern waren sie noch nicht da. Wir haben einen Hund und wir gehen auch relativ oft raus und ich bin sowieso gern abends unterwegs und Tage zuvor ist mir es eben nicht aufgefallen. Und ich habe meinen Mann dann darauf aufmerksam gemacht und er hat sich das auch angeguckt und dachte, ja, okay, ja. Eine Stunde später, wir sind wieder reingegangen, ich bin wieder raus, standen immer noch da, ja. Und irgendwann mal sind sie beiden erloschen, diese Objekte.
Ja. Und es war dieser Teil, wo dann mein Mann eben da mit Zeuge wurde. Obwohl er es ja nicht so ernst genommen hat. Ich auch nicht, ich wusste ja nicht unbedingt, was es jetzt ist. War nur merkwürdig. Mhm. Und hattest du dann auch öfter derartige UFO-Sichtungen? Also das zieht sich ja ein bisschen durch, oder? Das hattest du ja auch als Kind schon mal und so weiter. Also diese leuchtenden Objekte siehst du ja eigentlich schon sehr lange immer wieder mal, oder? Mhm. Also mein erstes Objekt, das ich wirklich wahrnahm, hatte ich auch, da war ich noch ziemlich jung, 9 bis 10 Jahre ungefähr. Und ich weiß aber bis dato noch nicht, was es wirklich war. Ich kann nur sagen, was ich beobachtet habe. Und zwar habe ich gespielt oben im Zimmer bei meiner Oma wieder und war total vertieft ins Spiel und habe für eine Sekunde aus dem Fenster geguckt. Und in diesem Augenblick raste ein sehr großes Objekt, das größte, was ich jetzt eigentlich berichten kann, über den Himmel. Sehr schnell, ohne Schweif, das weiß ich noch. Ja. Und ich habe mich damals sehr erschrocken. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht konnte ich es nicht deuten, keine Ahnung. Und bin dann natürlich zu meiner Oma runtergerannt und habe ihr das erzählt, was ich gesehen habe. Sie hat, weiß nicht warum, dass sie es gesagt hat. Sie hat gesagt, oh Mädel, hast du das nur eingebildet? Es war bestimmt nur der Vollmond oder sonstiges. Nein, das war ein großes Objekt und es raste genau zu diesem Zeitpunkt, als ich zum Fenster raus sah, über den Himmel. Horizontal. Es war rund, ja, ja. Nein, die Bewegungsrichtung war komplett horizontal. Ja, also ich weiß noch, es flog von Osten nach Süden, das weiß ich noch. Mhm. Genau. Und wann hattest du zum letzten Mal so eine Beobachtung gemacht? Ich meine, das ist immer schwierig, ne? Das kann jetzt Mölche gewesen sein, das kann jetzt natürlich auch ein Meteor oder irgendwas sein, aber wann hast du das letzte Mal sowas beobachtet? Mhm. Das letzte Mal nicht unbedingt. Da war ich dann schon ein bisschen älter und war draußen und habe mich auch ein bisschen für den Sternenhimmel interessiert und hatte so ein Handbuch in der Hand und wollte mir da ein paar Konstellationen anschauen. Und es war Winter, es war sternklarer Himmel, war draußen im Garten und bei uns auf dem Land kann man das wirklich herrlich beobachten, den Sternenhimmel, ohne dass so viel Licht stört. Ja, und da habe ich eben zum Himmel hochgeguckt, habe mir die Sterne angeguckt und da war ein Stern dabei, der nicht unbedingt anders war als die anderen. Keine Ahnung, warum dass ich den so genau anschauen musste. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall bewegt er sich plötzlich fort und zwar in einem riesen Tempo. Ne? Also das sah aus, als fiel er vom Himmel. Ja? Mhm. Und danach war eben dieses Objekt oder dieser Punkt leer, wo vorher dieses Objekt stand. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich dann frage, hallo, was war das jetzt? Ja, das ist eindeutig, diese Sichtung. Also das ist jetzt zumindest nichts, was jetzt eine ganz konventionelle Erklärung hat. Also steht still, ist ungefähr vergleichbar mit einem normalen durchschnittlichen Stern und dann plötzlich bewegt er sich weg, ist nicht. Vor allem nicht in dieser Geschwindigkeit. Das ist eindeutig unidentifiziert. Und wann hast du das letzte Mal sowas gesehen? Also das letzte Mal konkret, das war das, was ich vorher beschrieben habe, mit meinem Mann zusammen. Mhm. 97. Genau. Also so real, muss ich sagen. Du hattest dann auch, ja, jetzt um, jemand hat da vorher im Chat geschrieben, warum muss man da immer auf Entführungen und so weiter losgehen und so weiter. Das können ja auch also Astralerlebnisse etc. sein. Ja, will ich eigentlich gar nicht. Aber für mich ist nur jetzt interessant, diese Parallele zwischen deinen Erlebnissen, wo das jetzt mal völlig dahingestellt sei, was das ist, und Berichten von klassischen Entführungen, auf die ich mir meistens überhaupt keinen reinmachen kann. Also so richtig. Beziehungsweise die dann so wieder so plastisch sind und so, dass sie auch schon wieder unglaubhaft werden. Also dass da jetzt wirklich tausende Hybride gezeugt werden in riesigen Mutterschiffen oder so, was Leute dann sehen. Das ist, ja, wie soll man es ausschließen? Aber es ist wirklich schwer zu schlucken. Ja. Aber deine Erlebnis, und du hattest auch sehr intensive Träume, wo dann, glaube ich, Insekten vorkamen, sehr große. Vielleicht kannst du das noch kurz schildern?
Diesem Insekt ging auch noch ein UFO-Träume voraus. Also wirklich, monströse UFO-Träume, also in ihren Bestandteilen. Da war ich dann gelähmt und so weiter und so fort. Wie alt warst du da? Das war 2005 bis 2007 so in diesem Dreh rum. Und dieses Insekt, von dem ich dann geträumt habe, also ich lag, ich wurde festgehalten von einem Wesen in diesem Traum. Das war ein Traum. Und es beruhigte mich, dieses Wesen. Ich habe es nicht erkannt, was es ist, aber es beruhigte mich so, dass ich mich nicht wehren konnte. Es beruhigte mich so und sagte, ich brauche mich jetzt nicht aufregen, ich soll stillhalten. Ja? Es würde nicht sehr wehtun und ja, dieses beruhigende Gespräch eben. Und dann sah ich, wie ein Insekt, ein großes Insekt, mit einem Stachel in mein Bein stach. Ja, und das war eigentlich dann auch schon alles. Das war der Traum. Und wenige Tage später, ich glaube 2 Tage später, als ich dann meine Beine pflegen wollte, erschrak ich wirklich, weil ich unten an meiner Fußfessel 2 kleine Einstiche gefunden habe. Und da war es mir dann nicht mehr so lustig zumute. Ja. Warum? Ich meine, war das für dich eindeutig, dass das... Ich habe das mit dem in Verbindung gebracht. Ja. Dieses Insekt, das mich ja im Traum ja auch ins Bein stach, ich weiß nicht, welches war es, rechte oder linke, aber es war mein Bein. Und bei der Pflege habe ich das dann bemerkt, dass da wie so kleine Einstiche sind. War das dasselbe Bein? Bitte? Hast du das damals noch rekonstruieren können? War das dasselbe Bein wie in dem Traum? Ich glaube, es war das rechte, ja. Also es war nicht dasselbe Bein, oder doch? Ich könnte es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sagen, ja. Aber eben so ein anderes Symptom, sage ich mal, wo dann physische Spuren bleiben, in dem Fall aber bei dir klarerweise von einem, also du weißt, dass das ein Traum war, zumindest jetzt, und dann entdeckst du später sowas wie physische Spuren, die aus diesem Traum entstehen. Das kann natürlich auch alle möglichen Gründe haben und kann wiederum völliger Zufall sein, aber ja. Interessant ist die Parallele eigentlich zu anderen Erzählungen. Gut, die Liste ist da jetzt noch ziemlich lang, aber wir sind jetzt schon fast am Ende dieser Sendung, also du hast es bald überstanden. War es schlimm bis jetzt? Es geht so. Okay. Aber dennoch, du versuchst das schon irgendwie aufzuarbeiten. Du versuchst irgendwie rauszufinden, was das eigentlich alles soll, ne? Genau. Also ich lasse nicht locker. Ja. Irgendwann möchte es man doch irgendwie erledigt sehen, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Vielleicht, weil es auch so viel war. Ne? Wir haben jetzt gar nicht diese prägnanten UFO-Träume angesprochen, wo ich gelähmt war, wo das Licht durch die Wände kam und diese Wesen damit reinkamen. Das war, ich glaube, das war auch nur eine Phase und danach nie wieder. Davor. Da warst du noch relativ jung und du bist dann irgendwann auch auf dieses Schiff mitgenommen worden, ne? Ja, das war so mein unter Anführungszeichen das war ein Traum. Ja. Das war meine erste Begegnung mit einem UFO in Anführungsstrichen. Da lief ich auf die Straße raus und dann war das helle Licht oberhalb und ein kleines Licht wurde nach unten gelassen, so eine kleine Kugel und da sollte ich mich drunter stellen und das habe ich dann auch gemacht und konnte das ganz genau beobachten in diesem Traum, wie ich von der Straße nach oben gehoben wurde. Also ich habe die Straßenmaserung gesehen, es war dunkel, aber da, wo das Objekt hinschien, da war diese Stelle war hell und dieser Asphalt konnte ich ganz genau sehen, die Maserung. Und es hob mich nach oben und ich drehte mich und wurde hineingehievt in dieses Objekt. Zuerst die erste Stufe, dann die zweite Stufe und dann war ich drin, ja. Was heißt die erste Stufe, zweite Stufe? Was meinst du da? Wie Stockwerke. Okay. So Ebenen, muss ich denn eher sagen. Ja. Die erste Ebene habe ich passiert, in der zweiten hat dieses Ding dann angehalten.
Ja. Und was mir da dann begegnete, ich weiß es nicht, keine speziellen Außerirdischen, es waren eher lichte Wesen. Ja. Ich möchte jetzt da nicht in die Esoterik-Ecke oder sonst was jetzt da gucken. Ich erzähle das jetzt einfach so, ohne Bewertung. Es waren einfach nur lichte Wesen und die haben mich hier willkommen geheißen. Und dann war der Traum ja auch schon dann zu Ende. Ich finde, das Prägnante dran war eben dieses nach oben hieven. Das war so wirklich real, absolut real, hat sich das angefühlt. Du schreibst auch, ich glaube, das ist in dem PDF zu finden, das verlinkt ist, dass du eigentlich sehr enttäuscht warst, weil du dir einen Raum, also also du warst 7 oder 8 Jahre, wie das passiert ist, ja? Ein bisschen älter, so 12, ja, um das Jahr. Okay, ja. Und du warst aber sehr enttäuscht darüber, dass das überhaupt nicht so aussieht wie ein Raumschiff und auch darüber, dass diese Wesen haben dir ja gesagt, dass sie das alles mit ihren Gedanken steuern. Und das hat dich auch sehr enttäuscht, weil du hast da irgendwie so Schaltpulte und so erwartet. Ja, ich dachte... Das ist ja komisch. Wenn ich träume und unbedingt in einem Raumschiff sein will, dann träume ich gefälligst da ein richtiges Raum. Das habe ich komisch gefunden, dass du dann... Und dieser Traum, das war so 1982 oder so, das war aber noch weit bevor wir hier in Deutschland oder auch in Österreich natürlich jetzt wirklich mit diesen Dingen konfrontiert wurden, da waren Raumschiffe wirklich noch so Star Trek und Uhura mit dem Ding im Ohr. Und dein Traum, das war ja ein Traum, die Frage ist, was sind Träume, aber der passt ja unglaublich gut zu den tausenden weiteren ähnlichen Berichten, die seither kamen. Und daher verstehe ich ja auch, dass du dann mit Ufologen, ich glaube auch mit dem Gerhard Gröschel hast du da Verbindung aufgenommen, und mit Exopolitik. Also du hast dir also wirklich erhofft, oder ich nehme an, du hast geglaubt, dass das irgendwas dass diese UFOs so irgendwie der Schlüssel, oder diese Objekte, die du da auch siehst und so weiter, und in die du dann in den Träumen auch bist, dass die irgendwie der Schlüssel zu diesem ganzen seltsamen Rätsel sind, das sich da in deinem Leben ausbreitet. Aber konnten die, also jetzt Exopolitik und Ufologie, konnte die das da wirklich weiterhelfen? Also ich denke, meine Erlebnisse, die kann man auch in keine Schublade stecken. Ja, genau, deshalb sind sie ja so spannend, finde ich. Weil es eben nichts Konkretes ist. Manche, die sehen tatsächlich ein reales UFO vor sich. Nein, meins könnte alles und nichts sein. Ich glaube, das ist sehr frustrierend. Exopolitik gab mir in dem Falle, man kann sich ja austauschen und man findet andere Gesinnte, Gleichgesinnte, und man kann da in die Materie sich da ein bisschen reinhören, wie die damit umgehen. Aber es ist eben immer verschieden. Ja? Man kommt irgendwie, oder ich komme auf keinen Nenner. Heute noch nicht. Ja, das kann man vorstellen, das ist schwer. Also auch die Ufologie, glaube ich, ich meine, ich nehme an, du hast dir nur die Objekte geschildert und du hast mir gesagt, du hast dir da also wirklich auch Antworten erwartet, die aber halt nicht gekommen sind. Ne? Ja, natürlich. Ja, man hüllt sich in Schweigen. Du hast mir auch jetzt noch erzählt, dass du, ich meine, viele werden jetzt denken, okay, das ist eigentlich mehr ein psychologisches Problem als sonst was. Und du hast da auch mal mit einer Parapsychologin gesprochen, die aber, waren das jetzt Psychologen auch oder waren das nur Parapsychologen? Es war das Parapsychologische Institut für Psychohygiene in Freiburg. Ich gehe davon aus, dass es Parapsychologen waren. Ich weiß jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Den habe ich das natürlich vorgetragen, ohne jetzt diese UFO-Geschichte zu erwähnen. Das wollte ich nicht. Ich wollte da nicht irgendwie... Vielleicht hätte ich es tun sollen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam es dann so raus. Also ich habe die angeschrieben, habe ihnen meine Erlebnisse geschildert und bekam dann auch Antwort von dem Institut und eine Einladung. Sie würden auch gerne mit mir mal reden und ja... Okay, dann bin ich da runter und habe das Ihnen nochmal so erzählt, so wie ich es dir jetzt auch erzähle. Letztendlich kam sie dann zu der Deutung, das sind hypnopompe Zustände oder Hypnagoge.
Ja, und dann war noch von kollektivem Bewusstsein die Rede und so weiter und so fort. Ja, aber ich denke, vielleicht hat ja jeder ein bisschen recht. Ja, ja, natürlich. Diese Hypnopumpe-Zustände, die beim Erwachen geschehen, kann ich nur zustimmen. Hatte ich ja auch, ja, als ich die diese geometrischen Figuren sah. Ja, passt schon. Aber dann passt es auch wieder nicht. Naja, es erklärt vor allem nicht, was du dann siehst. Aber ja. Also diese Zustände, ich bin jetzt damit überhaupt nicht vertraut, die jetzt offenbar mit der Gehirnaktivität auch zusammenhängen, oder? Genau. In welche Phasen ein Gehirn eben sinkt, in welche Alpha, Beta, Theta-Zustände und so weiter und so fort. Und da es eben zu solchen Erlebnissen kommen kann. Ja, das war dann die Erklärung. Naja, aber das erklärt eigentlich gar nichts. Ehrlich gesagt, das ist ein netter Begriff. Ja, schön, ja. Dann wissen wir halt alle, von was wir reden. Ja. Aber wie du dann etwas träumst, das du dann später tatsächlich so erlebst, oder ja, diese darauf anderen, wurde gar nicht eingegangen. Okay. Also hat dir das weitergeholfen? Nee. Nicht wirklich, ja? Nein. Klingt nicht so, wirklich. Ne? Naja, okay. Es ist, die Zeit ist um. Ich danke dir wirklich sehr für deine Offenheit, auch wenn es viele Hörerinnen und Hörer, inklusive mir, jetzt wieder mal relativ ratlos zurücklässt, das ist schon okay. Es gibt viele Fragen und wenige Antworten. Ja. Ich danke dir sehr herzlich und wenn sich da wieder interessante Ereignisse ergeben, vielleicht machen wir dann mal so ein Update, wirklich dann im Rahmen einer Trau deinen Augen nicht Ausgabe. Jawohl, ich bedanke mich auch, Tarek. Vielen Dank für das Gespräch. Okay, nochmal der Hinweis auf das Buch, das also da verlinkt ist, wo also viele weitere Dinge sind und auch die Trau deinen Augen nicht auf Ausgabe Nummer 10 mit Tim und natürlich die heutige, die 11er, die jetzt, sag ich mal, klassische Sichtung eines unidentifizierten Objektes ist und die jetzt dann gleich auch im Sendungseintrag erscheint. Danke, Birgit, und schönen Abend noch. Ja, gleichfalls, danke. Wiedersehen. Ciao. Das war die letzte Ausgabe dieses Jahres, Ausgabe 292. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Ich wünsche allen eine schöne Wintersonnenwende. Nicht zu sehr aufregen, entspannen, wird alles wunderbar. Weihnachten ist auch gleich danach. Natürlich schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich dann schon auf weitere Dinge im Jahr 2013. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Macht es gut.